das Nippelchen, ein Mäusekind, erst klingelt und dann ungeniert und unbemerkt hereinspaziert. Richtig, ja. Vor ein paar Wochen, da habe ich dem Verband versprochen, so einen kleinen Mäusekameraden zum Erntedankfest einzuladen. Zu einem rechten Festtagsessen. Das hatte ich doch glatt vergessen. PS, ein Kind, das immer Hunger hat. Naja, den kriegen wir schon satt. Zusammenpralls im Falle eines Überfalls, wonach es Tom ja stets gelüstet, bin ich im Schutzraum wohl gerüstet. Was packt denn mein Tom da aus? Das Buch »Wie fang ich eine Maus?« Dem Leser wird zunächst entdeckt, wo eine Maus gewöhnlich steckt. Doch wird vernünftig eingeschränkt, sie sei oft näher, als man denkt. Und solche, die gern Bücher lesen, sind ja noch nie allein gewesen. Kapitel 2 rät schon spezieller. Versuch es mal als Fallensteller. Ist der Köder nicht mehr stehlbar, die Schlingenfalle ist unfehlbar. Komm.
Der Maus, die in der Ecke steht, die Lust am Kämpfen schnell vergeht. Man sollte sich nicht darauf verlassen.
Der nächste Rat, Kapitel 9, mit Überraschungen erfreuen. Das ging daneben, wie ich sehe. Ist wohl ein Doktor.
ein schöner Tag. Heute ist 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 ein schöner Tag. Man sagt ja, dass die Sucht nach Ruhm, genau wie falsches Heldentum, die Wurzeln in der Dummheit hat. Bei Tom, da glaube ich das klar. Beim Erntedankfest siegt das Gute. Drum Friede, Freude, dicke Pute. Jedoch wer einen Tischgast hat wie Nibbelchen, der wird nicht satt.